Hallo und willkommen zurück zu Star Trek Voyager Elite Force. Erster Teil. Also, nicht mein Let's Play erster Teil, sondern das Spiel erster Teil. So. Vorsicht! Scheiße. Was hatte ich schon vorhin? Vorhin gesagt, ja. In der vorherigen Folge gesagt, wenn das explodiert, bin ich in der ersten Reihe dabei. Was wollte ich sagen? Ich spiele jetzt hier weiter und die Folge für Samstag lädt jetzt gerade hoch. Toll, oder? So läuft das bei mir. Ich muss mal schauen, dass ich wirklich mal irgendwie schaffe, im Voraus mehr Folgen aufzunehmen. Also ich werde jetzt erstmal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht nehme ich jetzt 3, 4, 5 Folgen auf, dann habe ich wenigstens schon für die Wochenenden immer genug. Das war das. Harvester! Vorsicht! Diese markierten Kisten sind explosiv. Feuer einstellen! Das ist ein Harvester? Das ist kein Harvester. Ich weiß nicht, der hat größer ausgesehen, bevor wir ihn getötet haben. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, Mr. Chell, dass Sie nicht einen von uns für einen Harvester halten. Einfach bloß irgendwelche komischen Viechers. Mr. Chell, wenn Sie so freundlich wären. Genau, mach mal endlich mal die Tür auf. Die Waffe im Anschlag, weißt? Fahrstuhl. Passen hier alle rein? Hallo? Alle mal rein hier. Was treibt ihr denn da? Kommt ihr klar? Alle mal in den Fahrstuhl. Ja, soll ich allein? Dann gehe ich halt allein. Auch schön, der Fahrstuhl wartet jetzt erstmal, bis alle von draußen reingekommen sind, obwohl ich den Knopf gedrückt habe zum Losfahren. Okay. Ein intelligenter Fahrstuhl. Kannst du nichts sagen. Also Turbolift ist es nicht. Das ist nur ein Fahrstuhl. Das hat nämlich nichts mit Turbo zu tun. Ja, geht mal raus. Ich denke, ich soll vorgehen. Lasst mich durch! Ich bin Arzt. Nein. Nicht. Das sieht hier alles nicht besonders gut aus. Das muss eine ganz schöne Explosion gewesen sein, dass das Schiff so beschädigt ist. Wir müssen zu dem Lift am Ende dieser Halle gelangen. Ich gebe mein Bestes. Was gibt's eigentlich? Jo, kann man. Die Tür ist blockiert von etwas auf der anderen Seite. Schlaumeier. Ich denke, die Dinger hier waren unbesetzt. Warum gibt es hier Schlafkammern? Sieht so aus wie Tiefschlafbetten. Ich schätze, es gab wohl doch eine Besatzung. Eine kleine Mannschaft vielleicht. Also, wo sind sie? Harvester? Ich bin sicher, wir werden das bald herausfinden. Der Kontrollraum befindet sich ein Deck über diesen. Wir müssen zu dem Lift gelangen. Chang, stellen Sie fest, ob diese Trümmer weggesprengt werden können. Chell, finden Sie einen Plan dieses Decks. Xatlos, Sie und ich werden versuchen, die blockierte Tür mit Gewalt zu öffnen. Was mache ich? Monroe, Murphy, finden Sie heraus, ob es einen anderen Weg gibt. Ich dachte eigentlich, ich bin hier der Führer der Truppe. Ich weiß nicht, Sir. Ich glaube nicht, dass diese Tür geöffnet werden kann, ohne dass der Gegenstand, der sie von der anderen Seite blockiert, weggeschoben wird. Mr. Chang, wie schätzen Sie die Lage ein? Es sieht nicht gut aus, Sir. Die molekulare Dichte und Zugfestigkeit dieses Materials sind so stark, dass meine Detonationspacks kaum die Oberfläche ankratzen könnten. Sieht aus, als wäre eine Wartungsluke auf der anderen Seite, aber... Ah, guck mal da. So, ich habe einen Weg gefunden. Hey, Alex hat einen Ventilationsschacht gefunden. Ich kann aus diesem Terminal nicht mehr viel herausholen. Es ist ziemlich übel mitgenommen. Natürlich guckt man in den ersten drei Richtungen näher, ne? Zuerst in den ersten falschen drei Richtungen. Mein Gott, ist heute wieder. So. Ich kann ihn sehen. Er hat es geschafft. Ja. Mr. Monroe, finden drauf. Sie heraus, was die Tür blockiert. Es ist ein Sitz. Und mein Phaser ist natürlich stark genug, das Ding zu zerlegen. So, dann gehe ich mal hier an die Kanzel. Okay, geht nicht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich dachte, das wäre die Lösung. Ja. Warte mal.
Ha! Aber diese Minispiele. Ah, das ist hoch und runter. Sehe ich das richtig? Das ist ja wahnsinnige Geschwindigkeit hier, indem man das Ding bewegen kann. Da los. Dadurch wird es auch nicht. Also man kann gedrückt halten, aber dadurch wird es auch nicht schneller. Was für ein Zufall, dass ausgerechnet dieser Laser hier ist. Noch ein Stück runter, wa? Was? Runter hatte ich gesagt, nicht nach rechts. Was macht der Teil hier? Geh nach unten. Komisches Teil. Sehr merkwürdig. So. Und jetzt Feuer frei. Hallo. Er hat's geschafft. Gute Arbeit, Monroe. Ja, siehst du mal. Solides deduktives Denken, Fenrich. Gute Arbeit. Oh, interessant, dass ich den Strahl blocken kann. Also für die Technik damals bestimmt nicht so leicht umzusetzen. Gott, 2000 kam das Spiel raus. Die guten alten. Ah, ich krieg schon wieder die Tür nicht auf. Pff, natürlich nur. Ja, hier. Ach, der nächste Fahrstuhl. Alle an Bord, die Fahrt geht weiter. Oh, wir betreten schon wieder einen neuen Bereich. Na gut, dann betreten wir einen neuen Bereich. Los geht's. Na nun kommt, mein Gott. Das zieht sich hier wieder. Ihr zieht voll das LP in die Länge. Dabei habe ich bald ein neues Let's Play geplant. War diesmal kein Shooter. Sondern wieder ein Adventure. Und zwar einfach neues. Das wird schon. Sie sind's! Ein Mensch! Die lebt halt ab. Dann werden wir die noch verstehen. So. Hier wollen wir jetzt gehen. Was hat ein Scavenger hier zu suchen? Dasselbe wie wir, vermute ich mal. Sieht aus, als hätten sie versucht, in den Kontrollraum zu gelangen. Diese Tür konnten sie aber nicht öffnen. Sehen Sie zu, dass es Ihnen besser ergeht, Mr. Tell. Ja, Sir. Was für ein Desaster. Ja, das vielleicht hat sich die Mannschaft hier zum letzten Mal gegen die Harvester zur Wehr gesetzt. Hoffen wir, dass der Kontrollraum in besserem Zustand ist. Ich meine, vergessen. Sieht aus, als würden sie sich zum Kampf bereit machen. Nicht, dass es ihnen genützt hätte. Das ging schnell. Ich hätte wohl nicht viel von einem Techniker, wenn ich nicht mal eine Tür öffnen könnte. Na, die Harvester haben es nicht geschafft. Cool. Geile Scheiße. Das ist mal ein Cockpit. Tell, versiegeln Sie die Tür für den Fall, dass noch mehr Scavenger da sind. Dieser Raum sieht ziemlich unberührt aus. Die Harvester sind wohl nicht so weit vorgedrungen. Die Mannschaft muss sie aufgehalten haben. Aber es hat sie ihr Leben gekostet. Alles klar.
Geil wäre es ja auch, wenn man das Ding fliegen würde. Was ist das hier? Irgendwas, was ich nicht drücken darf. Doof. Diese Steuerungen scheinen einsatzbereit zu sein. Sieht aus, als könnten wir eine Menge Zeit sparen. Schließlich hat ja doch noch etwas funktioniert wie geplant. Die Umgebungsbedingungen sind normalisiert. Sie können Ihre Helme absetzen. Ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Computerlogbuch aus. Können Sie es noch einmal abspielen? Ja. Ich schicke es jetzt durch den Übersetzer. Dann Hilfe! Hallo. Hilfe! Ah! Sie kommt durch die Hülle! Unsere Waffen sind Rüstung! Ich kann nicht... Ah! Auch die Verteidigungssysteme sind abgeschnitten, werden abgeschlachtet! Nein! Nein, zurück! Nein! Warum? Kann uns denn niemand helfen? Bitte, sie bringen uns alle um! Zerstören unser Schiff! Niemand kann sie aufhalten! Ah! Ah! Oh mein Gott! Ablenkungen helfen uns nicht dabei, unsere Ziele zu erreichen. Das müssen die Harvester gewesen sein! Mr. Chell, nehmen Sie sich zusammen. Sie reißen die Voyager auseinander! Das ist genau das, was wir hier verhindern sollen. Genau. Auf jeden Fall ist das ein Rückschlag. Oh nein! Schätze, ich habe mich zu früh gefreut. Ich kann auf das Kampfschiff zielen und von hier aus feuern. Aber der Lademechanismus scheint nicht zu funktionieren. Die Ladung muss manuell geladen werden. Na denn? Los geht's. Heinrich Monroe, nehmen Sie eine kleine Gruppe mit zum Geschützrohr und fahren Sie mit dem Wartungswagen bis zum Ende. Dieser Plasmafokusleiter hier ist falsch eingestellt und schneidet Energie vom Feuermechanismus ab. Sie müssen ihn justieren. Dann machen Sie sich auf den Weg zur Zündkammer. Sobald Sie dort sind, müssen Sie den Energierundstab in die Zündkammer laden. Wenn Sie das getan haben, kann ich auf das Kampfschiff feuern. Gut. Chang, Xatlos, Sie kommen mit mir. Chell, Sie und Helsia bleiben hier. Puh, ich wusste, dass ich dran wäre. Hey, kein Grund zur Aufregung. Das Schiff ist verlassen. Es sollte keine Schwierigkeiten geben. Ich habe alle Sicherheitsschlösser an den Liften und Türen im Schiff deaktiviert. Sie sollten von hier aus problemlos weiterkommen. Wenn schon jemand sagt, sie sollten. In solchen Spielen sagt man nicht, sie sollten. So. Wie weit sind wir hier gekommen? Wir gehen wohl nicht auf diesem Wege zurück. Och, Mando. Macht nichts. Sobald wir fertig sind, beamen wir uns hier raus. Du hast es kaputt gemacht, gib's zu. Was ist das denn? Gefällt mir nicht, wie das aussieht. Man kann es auch nicht kaputt machen. Speichern. Ach, den gibt's hier öfter mal. Aus dem Weg! Lies mal jemand vor. Geht's dir noch gut? Gib gleich was auf die Nase. Was ist das? Berühren Sie nichts. Genau. Zu spät. Oh, gesagt, oh. Ich mag nicht, wie das aussieht. Mr. Monroe, was passiert dort unten? Ich registriere eine Energiewelle. Sie sollten. Da drin! Ach, super, die explodiert auch noch. Passen Sie auf! Mr. Monroe, wie ist Ihr Status? Dieses wir Schiff ist nicht noch ganz so tot, wie wir dachten, Sir. Es gab hier keinerlei Anzeichen für ein solches Verteidigungssystem. Sie müssen von einem anderen Teil des Schiffes gesteuert werden. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. Genau. In Ordnung. Tuvok, Ende. Und fasst nichts an. Das Gleiche. Oh, guck mal, es glänzt. Ich fass mal an. Oh. Vielleicht sind es nur Wartungsroboter. Dann müssen wir für sie eine Plage sein. Ja, das kann ja sein, weiß man nicht. Da drüben! Uah, das sieht nicht aus, als würde das zu einer Wartung gehören. Da ist noch ein! Ah! Au, halt auf mich zu schießen. Dich krieg ich. Ups, falscher Knopf. Oh, 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 ach da. Haben nur das Geräusch gehört, wusste ich schon Bescheid, gleich schießt irgendwas.
Nichts läuft hier. Da läuft auch nichts. Tritt man ordentlich gegen hier. Der Chuck Norris Roundhouse Kick hat noch jede Platine geboxt. Kommst du um die Ecke? Willst du eigentlich irgendwas machen? Und dann ist er nicht geschützt. Seien Sie vorsichtig dort unten, Monroe. Ja, ja, ich versuch's. Ich schnell speichere mal. Gibt's wieder Sprungeinlage. Auch man scheint nicht gleich tot zu sein, wenn man reinfällt. Da war eine Leiter. Da hatte ich das Geschütz ja schon ausgeschaltet. Die Munition nehme ich mit, die lasse ich mir doch nicht entgehen. So, und nun wieder zurück. Alles kein Ding. Bodenschalter. Wie pfiffig. Aufwärts, bitte. So. Weiter geht's. Und was hinter dieser Tür liegt, seht ihr in der nächsten Folge. Das dürfte aber rein theoretisch erst in einer Woche sein. Also, ich hoffe, ihr seid gespannt. Bis dahin. Tschüss.